ciao. Hi. Herzlich willkommen bei Welt on Tour. Hi. Endlich ist es wieder soweit und wir dürfen in Urlaub fahren. Ja. Wir sind hier, ich hoffe, man kann uns halbwegs hören, es ist sehr windig. Wir sind hier in Dänemark, aber wir sind nur eine Nacht in Dänemark, weil unser Hauptziel dieses Mal Norwegen ist. Und ja, wir sind hier heute jetzt angekommen. Wir sind gestern Abend bei uns aus der Pfalz losgefahren und sind hier nach Frederikshafen gekommen. Ich blende es euch einfach mal ein. Ja, genau, wir sind jetzt hier, sind für eine Nacht hier, weil morgen früh um 8 Uhr unsere Fähre von Frederikshafen nach Oslo geht und ab da an geht unser Trip erst richtig los, ne? Genau, das heißt, wir sind ganz, ganz im Norden von Dänemark, haben jetzt schon mal gut Strecke gemacht, sind gestern Abend, also freitags, losgefahren. Und jetzt werden wir mal schauen, was der Campingplatz noch zu bieten hat. Wir sind direkt am Strand, direkt hinter den Dünen. Es gibt auch einen Indoor-Swimmingpool. Mal gucken. Genau, und ich würde jetzt mal sagen, ich bin so cocky jetzt vom Fahren. Wir sind über 1000 Kilometer gefahren, es sind 1100 Kilometer gewesen. Entweder seid ihr mit beim Film mit dabei, wir gucken mal, vielleicht gehen wir bis an den Strand. Auf alle Fälle gehen wir ins Schwimmbad da rein und tun uns ein bisschen entspannen. Aber auf alle Fälle, wie gesagt, die Reise eigentlich geht offiziell erst morgen los. Heute war nur Anfahrt. Und ab morgen, wenn wir die Fähre besteigen mit dem Gespann und dann geht's los. Was machen wir in Norwegen? Wir wissen es nicht. Ganz einfach, lasst euch überraschen, wir wissen selber nicht. Wir lassen uns auch überraschen, was der Weg so bringt. Wir wollen so Richtung Lofoten, mal gucken, wir haben 3 Wochen Zeit. Mal gucken, ob wir die Lofoten schaffen und alles ringsrum. Ja, ich würde einfach sagen, ihr seid mit dabei, aber ich zeige euch jetzt einmal was. Das ist genial, der Campingplatz, ne? Wir haben echt, wir haben echt komplett Platz hier, ne? Wie ihr seht, hier ringsrum keine Menschenseele. Ne? Keine Menschenseele ist hier. Wir sind komplett für uns allein. Das ist voll gut. Und das in der Hauptsaison. Das ist richtig. Das in der Hauptsaison. Wahnsinn. Klar, die anderen Parzellen lassen wieder Platz, aber hier passen vorneweg. Wie viel sind das? 10 Stellplätze hier. Und wir haben einen davon und wir sind alleine. Das lieben wir. Das ist echt herrlich. Ja, wie gesagt, entweder zeigen wir euch noch ein bisschen Impressionen, aber spätestens morgen früh auf der Fähre sehen wir uns auf alle Fälle wieder. Dann erzähle ich euch ein bisschen was zu der Fähre. Ja. So, jetzt laufen wir nochmal an den Strand. Es ist 9:30. Guck mal. Und die Sonne, nee, ist nicht 9:30, es ist kurz vor 10. Und die Sonne ist immer nicht unter. Und zwar sind jetzt Wolken vorne dran, aber sie ist in der Tat nicht unten, weil sie gerade eben noch über den Wolken war. Ist genial. Umso nördlicher jetzt kommen, umso länger sind die Tage, umso kürzer sind die Nächte. Weil morgen früh hier schon um 4:30 wieder die Sonne aufgeht. Aber da wir morgen eh früh aufstehen, passt das alles. Ja, der Campingplatz. Ich tue ihn unten wieder mal verlinken. Der Nordstrand in Frederikshafen. Wieder los, gut. Wir haben es ja jetzt nur als Durchreise-Campingplatz genommen. Aber die Ausstattung ist schon phänomenal. Also wir haben so eine Camp-Kitchen, da hast du Gasfeld, Sachanfeld, Mikrowelle und Backöfen. Also phänomenal. Habe ich schon selten lange nicht mehr gesehen, nur in Australien hat man das gesehen. Aber hier auf dem europäischen Festland nicht. So, und jetzt laufen wir an den Strand und guck dir mal. Da ist der Strand. Ja, wir sind jetzt auf der Fähre von Frederikshafen nach Oslo. Die fährt jetzt um 9 Uhr los, kurz nach 9 fährt sie los und wir kommen um 18.30 Uhr an. Ja, gleicher Tag, also sind ein bisschen mehr als 9 Stunden unterwegs und fahren wir uns den ganzen Tag auf dem Deck rum, irgendwo flitzen und versuchen einen Platz zu finden. Da haben wir gesagt, hey, wir nehmen uns einfach eine Kabine, kostet 40 Euro. Ich sagte, hey, dafür haben wir echt unser eigenes und ja.
Was gibt es noch sozusagen? Ja, also insgesamt, wie gesagt, die Übernachtung hier kostet, also die Übernachtung, ne? Die Kabine kostet 40 Euro und mit der Fähre mal 310 bezahlt. Also sind sowas roundabout 63 Euro, was man für die 9 Stunden, 9,5 Stunden Überfahrt bezahlt. Ja, wir haben andere Preise gesehen, wo wir deutlich mehr bezahlt hätten, wo wir erst gesagt haben, hey, fahren wir doch lieber über einen Landweg nach Norwegen. Aber da haben wir spontan jetzt hier noch den Schnäppchen gekriegt. Ja, wir haben natürlich sehr spontan gebucht. Ja, wie gesagt, das ist unsere kleine, süße, kleine Kabine. Und wir haben sogar ein Bad. Hey, hätte ich nicht gedacht, für 40 Euro kann man nichts sagen, da ist sogar eine Dusche mit drin. Ja, ich möchte jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns einfach mal das Schiff ein bisschen an, versuchen mal vielleicht ein bisschen was zu filmen. Wir sind hier quer durchs Casino schon gelaufen, mehr oder weniger. Ja, dann würde ich mal sagen, let's go. So, man muss schon sagen, wenn man mit der Fähre fährt, die Fähre lohnt sich echt. Also allein durch das Fjord bis nach Oslo, was man ungefähr 3 Stunden lang fährt, ist herrlich. Ich zeige euch einfach jetzt mal ein paar Aufnahmen. Gleich im Anschluss, aber das, mit der Kamera kriegt man das gar nicht so richtig aufgenommen. Also es ist fantastisch. Da kriegt man schon den ersten Blick drauf, Norwegen, so den ersten Einblick, ne? Auf jeden Fall. Gefällt uns bisher sehr gut. Ein Traum. Und eine Liveband gibt's auch gerade. Ja. Ist die hier. Ja, jetzt sind wir offiziell in Norwegen. Wir sind jetzt in Eckeberg Camping, das ist so 5 bis 10 Minuten mit dem Auto von der Fähre hier hochgefahren auf den Campingplatz. Ja, Campingplatz kann man das nicht nennen. Ich zeige euch einfach mal das kurz. Hat was von Festivalplatz. So, mal so eine kurze Impression. Ja, er ist auch relativ teuer, kostet 56 Euro umgerechnet mit Strom. Ja, für eine Nacht, ja, das ist heavy. Dafür ist man ruckzuck in Oslo. Gerade da unten ist schon Oslo. Aber Oslo ist mal hinter uns. Wir fahren nämlich morgen weiter in Richtung Norden. Wo wir hinfahren, wissen wir nicht. Ihr werdet mit dabei sein, weil unsere Route überschlägt sich momentan stündlich. Ne? Und ja, also ihr seid einfach mit dabei. Wir genießen jetzt noch den Abend und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns morgen früh und gute Nacht. Bis dann. Oh, guten Morgen. Ja, wie ihr gesehen habt, sind wir aus Oslo rausgefahren und fahren jetzt Richtung Trollveggen. Genau. Wir waren das erste Mal tanken in Schweden, also was vorher 1,60 oder so. Ach, Norwegen, sorry. Norwegen. Was so mit dem Spritpreis angeht. Also momentan haben wir jetzt für 1,22 Diesel getankt. Und wir haben jetzt auf der Schnellstraße, muss man das nennen, haben wir jetzt für 1,40 Diesel gesehen. Also ist bezahlbar, nicht so wie 1,60. Vielleicht kommt es auch im Norden, keine Ahnung. Nächste Stufe, was wir jetzt betreiben, ist einkaufen. Wir gucken uns einfach mal jetzt die Preise an. Ihr seid einfach mit dabei und dann schauen wir mal, was der Spaß hier so kostet. Das billige Klopapier, 1,14 Euro. Im normalen Klopapierrollen sind wir bei 5 Euro. Roundabout 4,80 Euro. Was können wir nehmen? 3,80 Euro. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt auch im Coop. Es gibt noch den Rema 1000, aber den haben wir eben jetzt nicht gefunden. Vielleicht ist das nächste Gebäude, keine Ahnung. Jetzt gehen wir einfach da einkaufen. Wir brauchen ja eh nicht so viel, weil wir noch viel dabei haben. Einfach ein paar frische Sachen. Ja, und Klopapier. Da müssen wir das Billigste nehmen, dass es die Toilette am besten zersetzen kann. Ist zwar wie Schmirgelpapier, aber egal. Von Buddha 6 Euro, nicht schlecht. So, beim Fleisch und beim Fisch sind sie preistechnisch in Ordnung. Das ist voll legitim, dabei ist der Fisch ein bisschen günstiger als bei uns. Obst und Gemüse, ja, alles was nicht hier angebaut wird, wird importiert und da hat es halt ordentliche Preise. Ordentlich, also man wird nicht arm, aber es ist schon nicht, was man in Deutschland gewohnt ist mit dem Preis. Doch schlimmer als gedacht, der Einkaufskorb hat uns stolz 41 Euro gekostet.
Da ist eigentlich Essen, ein bisschen Frühstück und Essen für heute und morgen drin. Ne, nicht mal für heute eigentlich nur. Weil ich will heute Abend Fische angeln. Versuch's zumindest mal. So, leider ist die Audiodatei von dem Video kaputt, deswegen synchronisiere ich das Ganze nach. So, wir sind hier auf dem Camping Trollfjegen. Ich tue nach unten wieder eine Videobeschreibung erfassen. Und wir sind auch direkt an der steilsten Steilwand von Norwegen, und zwar der Trollwand. Ja, sehr atemberaubend. Schöner kleiner Campingplatz, hat 30 Stellplätze. Kostet mir 30 Euro roundabout mit Strom, ist auch voll bezahlbar in der Hauptsaison. Im Gegensatz zu dem, was wir in Oslo bezahlt haben. Ja, wie geht's weiter? Im nächsten Teil gehen wir fahren wir die Trollleiter hoch sozusagen und fahren dann noch ins Kerangafjord. Ja, seid einfach mit dabei, dann seht ihr es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil bei Felser und Tour in Norwegen. Vielen Dank.